shaking. Jo Leute, was geht ab? So, heute ist ein großer Tag und zwar besuche ich heute den Darian. Das war einer meiner Schüler. Ich habe eine Tattoo Academy und der Darian ist einer meiner ersten Schüler oder der erste Schüler, der jetzt seit circa 1,5 Jahren bei mir war, alle Seminare durchgemacht hat, den ich zum Tätowierer ausgebildet habe und der hat jetzt seinen eigenen Laden. Wir stehen jetzt davor, wir stehen sogar kurz vor der offiziellen Eröffnung. Ich bin einer seiner allerersten Kunden und das ist deswegen sowas Besonderes, weil ich mich, wie gesagt, heute das allererste Mal von einem meiner Schüler persönlich tätowieren lasse und bin sehr, sehr gespannt, freue mich drauf, diesen großen Moment mit ihm gemeinsam hier heute zu genießen. Okay, das sieht von außen schon mal alles ganz fresh aus. Wir gucken jetzt mal rein, was wir abbieten. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Und, wie fühlt sich an jetzt, kurz vor der Eröffnung? Mega, mega geiles Gefühl. Ja. Auf jeden Fall viel Arbeit auch, muss ich sagen. Es ist noch ein bisschen leer, aber da kommt bestimmt noch mal was. Aber ich sehe auch hier, wenn man sich den Boden alles anschaut, dass auf jeden Fall keine Kosten hier gespart, ne? Ja, auf jeden Fall. Bilder kommen noch, es sind schon ein paar Bilder bestellt. Aber wichtig war erstmal Boden, Theke, unten alles fertig zu bekommen. Und nice. Ein bisschen jawohl, geil. Ich bin gespannt, was wir gerade machen auf jeden Fall. Man merkt es schon beim Tätowieren, so dieses Rasieren am Anfang ist schon so immer. Wie meinst du? Dieses Nasse, man merkt so, okay, da passiert gleich was. Das erinnert einen immer selbst, wenn man selbst Tätowierer ist, merkst du so, Allah, das tust du den Leuten so jeden Tag selbst an. Was ich empfehle für die Zukunft, finde ich persönlich, mache mir lieber so dicke Schriften, die man nicht so weglöschen müssen. Du musst das weglöschen, sondern du kannst ja nur Linien machen. Linien ziehen, ja. Dann hast du das Stencil nicht so blau, wenn du drüber wischst. Es gibt immer eine riesen Sauerei und du kannst halt besser die Linien einfach nachfahren. Geht wieder nicht? Doch, aber du hältst sie ein bisschen schräg da, ne? Weißt du, was ich meine? Ja, ich gut, ja, an der Kante halt, ne? So mit deiner Hand. Mhm. Aber ich bewege meine Hand so. Ich sehe schon, ne? Ich gucke mal, ob der Darian das auch alles so nach Plan macht, wie wir das in der Academy gelernt haben. Aber jetzt würdest du sagen, dass du immer noch, wie wir es in den Seminaren so gemacht haben, vorgehst? Oder würdest du sagen, dass du schon so mehr oder weniger deine eigenen Methoden auch immer mehr anwendest? Nein, safe. Also ich würde sagen, 85% ist Methoden aus der Academy und vielleicht 10-15% sind irgendwelche eigenen Techniken, die sich jeder Tätowierer aneignet. Bei allen wirklich realistischen Sachen, Rosen, Totenköpfen, Porträts würde ich, also gehe ich 100% die Methode aus Academy nach, komplett von unten nach oben. Nee, Fakt ist ja, es gibt ja verschiedene Herangehensweisen beim Tätowieren.
Wichtig ist halt immer, dass du einfach ein Konzept hast beim Tätowieren. Ich finde immer so, Tätowieren ist eine Sache, die kann man so runter. Teilweise, viele denken immer, das hat immer nur mit Kunst oder mit Talent oder so zu tun, aber ich finde, Tätowieren, wenn du es runterbrichst, kannst du es ja auch in einzelne Schritte oder teilweise so wie Mathematik runterbrechen. Und Fakt ist, dass du einfach, es gibt gewisse Herangehensweisen, wie du an so ein Motiv herangehst, je nachdem, was es ist. Und wie gesagt, entweder geht es von unten nach oben oder bei manchen Sachen kommt natürlich auch ein bisschen auf den Style letztendlich an. Bei manchen Sachen macht es ja auch Sinn, sich zum Beispiel erstmal das ganze Ding leicht vorzuleinen oder so. Egal wie man es macht, Fakt ist halt, du brauchst am Ende auf jeden Fall ein gewisses Konzept oder so eine Leitlinie. Das Tätowieren selbst, so, die ist ja auch nur eine Arbeitsweise, wie Schreiner sein zu lernen oder keine Ahnung. So. Ein Handwerk. Das Handwerk, genau, das Handwerk zu lernen ist ein Prozess von A nach B, den jeder lernen kann. Also er fährt überall nur ein einziges Mal drüber und die Linie ist wirklich schön satt, direkt so drin, wie sein soll. Ne? Also das ist jetzt natürlich nicht nur im Endeffekt gut, weil das Tattoo dann nicht unnötig länger dauert, als es eigentlich sollte, sondern es reizt natürlich auch die Haut und somit auch diese Schmerzen vom Kunden. Nadelspitze, Stechtiefe und so, meinst du? Ja, also ich meine, ich habe die jetzt inzwischen schon. Ja. Am Anfang, Digga, habe ich mich das nicht getraut, weil ich gedacht habe, ich... Weißt du, ich komme zu tief, aber ich muss raus. Die muss raus, nur so siehst du auch quasi richtig, was wo die Nadel eigentlich entlang geht, genau. Auch beim Schattieren, Digga, da ist die genauso weit draußen wie die Leine. Du machst ja alles über das Gefühl dann mit der Zeit. Also geil, ich erinnere mich noch auf jeden Fall an den Tag, erinnerst du dich noch, Darian? Ich. An dem Tag, wo der Darian zu mir ins Büro kam. Digga, wie Gäste. Das war so, ich glaube. Das war kurz vor dem Grundkurs auch, der fand auch ziemlich knapp dann danach statt. Ja. Und du kamst über einen Kollegen, über den Kevin, glaube ich, ne? Oder irgendwie... Ali, Digga. Oder über Ali. Also ursprünglich hat hier unser russischer Freund erzählt, dass er dich kennt. Das ist eigentlich mal ein geiles Ding, Alter, wie so meine Jungs aus der Vergangenheit, mit denen ich teilweise heute echt nichts mehr zu tun habe, Alter, wie die doch in eine positive Zukunft mit jemandem erschaffen haben. Das ist geil, Alter. Ja. Coole Parallelen immer. ja, ich erinnere mich immer noch daran, als du damals zu mir ins Büro gekommen bist und du dich angemeldet hast für die Tattoo-Akademie. Und das ist ja meistens so eigentlich, oder da warst du ein bisschen skeptisch. Ich habe es angemerkt, so, die meisten Leute, die am Anfang kommen, die wissen noch nicht so genau, oder auch dieser Job vom Tätowierer, das ist so ein bisschen weit hergeholt. Man kann sich das, glaube ich, selbst immer noch nicht so vorstellen. Boah, klappt das bei mir selbst auch? Und hast du ja wahrscheinlich früher selbst nicht unbedingt gedacht, dass du irgendwie jetzt eineinhalb Jahre später da sitzt und einen eigenen Laden hast? Nee, man, das hilft nicht. Also, ich habe mich angemeldet in der Academy, ich glaube, März 2020. Und ich habe mir damals, weiß ich noch, einen Tag danach, glaube ich, nach der Anmeldung, habe ich mir meine Ziele aufgeschrieben fürs Jahr 2020. Und da weiß ich noch ganz genau, da war so... So ein Ziel, was ich nicht mal so als realistisch gesehen habe, sondern es war so, ist geil, wenn du es erreichst, aber wenn nicht, ist nicht schlimm so. Es war jetzt kein Muss-Ziel. Und da war noch so, ja, deinen ersten Kunden wirklich auf echter Haut tätowiert zu haben. Naja, Ende 2020 hatte ich dann, glaube ich, schon gefühlt eher so 100 Leute tätowiert. Krass, ja. Und jetzt, naja, Ende 2021 habe ich meinen ersten eigenen Laden aufgemacht, Digga.